Ein herzliches Willkommen zum ersten Advents-Special in diesem Jahr. Ihr wisst ja, ich habe das letztes Jahr schon ein wenig versucht, hier auf diesen Kanal einzuführen. Da habe ich mit einem Nikolaus-Special angefangen und dann halt ein drittes Advents-Special und ein viertes Advents-Special gemacht. Das letzte sogar mit den Jungs zusammen. Und ich dachte mir, ich möchte das dieses Jahr natürlich auch wieder machen. Ihr wisst, Annika ist die absolute Weihnachtsfee. Und ich liebe Weihnachten, ich liebe Winter, ich mag das alles unheimlich. Und ich versuche mal ein wenig dann für euch auch was zu machen. Und ich finde, so ein Adventssonntag hatte mal was sehr Gemütliches, hoffentlich meistens. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr ein kleines, schnuckliges Spiel ausgesucht. Das ist wieder ein Kartenspiel. Ich finde, Kartenspiele haben was sehr Uriges und was sehr Gemütliches. Und dieses heißt Reigns. Und ich musste kurz schon anfangen mit dem Spiel, weil das fängt irgendwie sofort gleich an. Das ist ein bisschen kompliziert. Und deswegen steht da, was ihr gar nicht seht, weil das hinter meiner Facecam ist. Das ist gut, da steht nämlich Fortfahren. Dann ist ja auch egal. Und ich habe natürlich, ist super. Ich habe ja sonst immer in den ab Dezember habe ich ja immer lustige Kopfbedeckungen auf, die ich schon natürlich eingepackt habe. Und deswegen bitte nicht wundern, ich habe versucht, einen sehr weihnachtlichen Rahmen zu machen, weil mein Hintergrund ist ja unweihnachtlich. Man merkt sogar noch, ich bin mitten im Umzug, wer das noch nicht weiß, ich ziehe gerade um und bin etwas out of order und kann leider nicht mehr Weihnachtsbaum aufstellen mit den tollen bunten Lichtern. Und deswegen, aber ich habe eine tolle Kopfbedeckung und die kann man gar nicht sehen, weil die viel zu groß ist. Das sind, guckt mal, wartet, sieht man das? Das sind, ich glaube, man hört es auch nicht. Das sind halt hier, ne? Es sind Rentiergeweih mit Glöckchen dran. Und ich habe sonst ja immer kleine Handschuhe gehabt, die mag ich sehr, aber die sind schon eingepackt und schon verschickt in die neue Wohnung. Ja, super. Und ja. Das wollte ich nur mal so als Anfang sagen, dass es im Hintergrund nicht sehr weihnachtlich aussieht. Das tut mir sehr leid. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange drumherum und spielen ein kleines süßes Spielchen, wo ich noch gar nicht so recht weiß, was uns erwartet. Aber ich hoffe, es wird sehr lustig. Und ja, gucken wir einfach mal und hoffe, wir haben Spaß. Ne? Dann drücken wir mal auf Fortfahren. Das Spiel ist übrigens sehr laut. Das ist sehr seltsam. Ich habe schon versucht, die... Ja, wir sind nämlich lustigerweise Geralt. Zwar mit D, aber wir sind Geralt. Wir sind wohl ein König. Ich habe null Ahnung, was die 603 bedeutet. Hinter der Facecam ist noch ein Symbol, was wohl bedeutet, dass wir männlich sind. Regiert mindestens 5 Jahre. Ich habe null Ahnung. Also, es geht grundsätzlich in dem Spiel darum, dass wir ein König sind. Oder eine Königin. Ich weiß gar nicht, ob man eine Königin sein kann. Das ist irgendwie sehr random. Und wir müssen regieren. Wir müssen regieren. Und wie wir regieren, das ist sehr, sehr... sehr interessant. Ich drücke mal auf Fortfahren. So, guckt mal an. 0 Jahre. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die 603 bedeutet. Und wir entscheiden sozusagen, hier steht die Frage, seid ihr der junge König? Und jetzt können wir antworten mit Ja oder Nein, indem wir halt die Karte nach links oder nach rechts schieben. Das ist sehr interessant. Was ist das denn hier oben eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin jung und ich bin zwar nur... Der junge König. Eigentlich müssten wir Nein machen, ne? Komm, wir machen mal Nein. Ich bin kein König, ich bin eine Königin, wenn dann bitte. Komm, wir machen mal Nein. Ihr habt mich also vom Thron verdrängt und für alle Zeiten in dieses Verlies geschickt? Nee. Ja, nein. Nein, haben wir nicht. Ich bin nicht böse. Ich mach sowas nicht. Ich würde dich nie verdrängen. Geist der Gefallenen. Ah. Nun, jetzt habt ihr den Schlamassel am Hals. Viel Glück damit. Die sind alle ziemlich verrückt, wisst ihr. Ja, das ist toll. Was? Wer? Was, wer? Ich würde mit was antworten, nicht mit wer. Versucht einfach ein Gleichgewicht zwischen den 4 Mächten zu bewahren, um euren Kopf zu behalten. Werde ich bestimmt hinbekommen. Ja. Nein. Ich antworte mal mit ja. Der Geist sieht euch nachdenklich an und verschwindet. Ihr kehrt in den Thronsaal zurück. Okay. Ja, ja oder nein, ist, glaube ich, egal. Erstes Jahr. Ah, okay. Ach, das ist, da wird das Gleichgewicht darstellen. Das wird ja lustig. Durch neue landwirtschaftliche Methoden hatten wir eine bessere Ernte. Was soll mit den Einkünften geschehen? Puck. Puck fragt mich, was soll mit den Einkünften geschehen? Alles meins. Teilen wir sie uns. Komm, wir versuchen mal vernünftig zu spielen. Nicht alles meins, sondern
teilen wir sie uns, machen wir mal. Oh, oh, das sah gut aus. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ihr müsst mehr Soldaten rekrutieren. General Blomington, sagt das. Ja klar, man muss immer Soldaten haben. Gar kein Problem. Let's go. Oh, oh. Oh, oh. Puck, Puck, Puck sagt, Puck, Majestät, die Wölfe fressen unsere Kinder. Aha, die Wölfe aus Long Dark haben es auch hierher geschafft. Dürfen wir sie jagen? Natürlich! Ich werde sie selbst jagen. Oh, das täuscht ihr doch nur... Was sind das denn für Antworten? Ich werde sie selbst jagen? Das täuscht ihr doch nur vor. Die fressen nämlich selber die Kinder. Ah, ja, ja, ich habe es erkannt. Hm, wollen wir mal ein bisschen misstrauisch sein oder auf die Kacke hauen? Ich werde sie selbst jagen? Das täuscht ihr doch nur vor. Komm, wir werden sie mal selbst jagen. Wir sind mal so frei. Kate hat gar nichts gebracht. Sir Adamar, die Jagd war ein Erfolg. Heute Abend gibt es ein üppiges Bankett mit Wolfsfleisch oder wie? Lecker. Mm, Darmparasiten, ahoi. Verteilt das Fleisch ans Volk. Ja. Nein. Hier, let's go. Wir brauchen kein Wolfsfleisch, das Volk braucht's. Oh Gott, ich bin neu. Und wie ist das? Irgendwie, wenn es rot ist? Ich weiß nicht. Im Gefängnis gab es einen großen Ausbruch. Wir müssen einen Suchtrupp organisieren. Thomas, der Vollstrecker. Ja. Nein. Ja. Let's go. Die reden total süß. Wir sollten unsere Flagge abändern. Sie entspricht nicht mehr der Mode. Welche Option haben wir? Just war, sagt das. Nein. Warum denn? Eine Flagge ist eine Flagge. Egal, wie kacke sie aussieht. Nein. Oh, wir sind der Junge. Wir regieren mindestens 5 Jahre. Wow. Geralt der Junge. Wir sind ein Junge. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät. Ihr solltet den Brotpreis anpassen. Verdoppelt ihn. Hebt ihn leicht an. Komm, wir machen es mal ganz sachte, ganz zärtlich. Die ganze Sache hier. Ich denke mal, das ist einer der Sachen, darf nicht zu hoch sein, ne? Ah, okay. Ach so, ich sehe sogar, was passiert, wenn ich das mache. Aha. Sollten wir in Nachbarländern Botschaften einrichten? Vielleicht können wir so Kriege verhindern. Wenn wir Ja machen und wenn wir Nein machen, was auch immer diese Symbole, ja, Geld, Tod, Schwert, Kirche, Menschen, ja, Botschaften. Klar. Oh, oh, wir haben kein Geld mehr. Ah, okay, also man weiß, das hat zwar einen Einfluss, aber man weiß nicht, wie. Ah, okay. Ich versuche noch durchzusehen. Spiel es gerade zum ersten Mal davon, ne, dass ihr wisst. Ein Großbrand zerstört eure Burg, Majestät. Das ging schnell. Rettet die Garnison. Rettet die Schatzkammer, rettet die Garnison. Also, wir haben kein Geld. Jess, der Kühne, die Was? Die Baronien. Was? Die Baronien des Ostens formieren sich unter dem Banner eines schrecklichen Kriegsherrn. Entsendet die Armee. Ja? Nein. Klar. Oh, Guybrush Schandmaul. Was? Guybrush Schandmaul. Er ist zwar komplett anders geschrieben, aber okay, wir haben einen Guybrush bei uns. Sehr gut. Wenn ihr ein Tier wärt, dann welches? Ein Löwe? Nee. Nee, nee, nee. Herr Nah hier, nein. Banana. Ein Skorpion? Nein. Banana. Eine Gazelle? Nein, ich wäre ein Corgi oder kleiner Otter oder so. Irgendwas Süßes. Kleiner Panda-Bär, eine Gazelle. Ich mach mal weiter mit Nein. Wartet mal. Error? Hashtag Error! Fehler 505. Was ist denn hier los? Error, mein Pferd? Eine offensichtliche Falle? Mein Pferd! Was ist denn mit meinem Pferd gemeint? Mein Pferd! Ich nehme mein Pferd. Ihr reitet in voller Rüstung nach Dunkelfels. Warum das denn? Stolz und glitzernd? Warum glitzernd? Wer glitzert? Warum glitzern wir? Was ist da passiert? Ja. Da gerade ist ein Alien, das ist ein Drache. Er speit Feuer. Seid ihr der König? Seid ihr wegen der Maid hier? Nein. Ja, nein. Nö, brauch keine Maid. Ach komm, na klar. Oh, gut, hier, nehmt sie.
das ging schneller als gedacht. Erst werde ich euch töten. Aber. Hier wird niemand getötet. Ihr seid wegen der Prinzessin gekommen. Da ist sie. Ende aus. Oh Gott, ich glaube, der Drache hat die Nase voll von der Prinzessin. Kann das sein? Die ist bestimmt... nein. Na schön. Und die wieder. Ah, wir haben eine Maid. Mein Held, ja. Madame Grey. Nein. Ja, natürlich. Seid ihr zurück, Herr? Hat euch unser kleines Abenteuer gefallen? Der Drache war nicht billig. Der Drache war nicht billig. Wer bezahlt das? Oh, oh. Majestät, wie war es mit... wie wäre es mit einer Wildschweinjagd? Gerne, Sir Adama. Na klar, komm. Jagd war ein Erfolg. Heute Abend gibt es ein üppiges Bankett. Ja? Komm. Es tut uns nicht so gut, ne? Wir sollten vielleicht auch ein bisschen an uns denken. Ich bin immer zu... Wir sollten das Königreich im Süden angreifen. Das wird mit dem Tag stärker. Nein. Das Königreich im Süden behauptet, ihr werdet mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Klar, let's go. Eine Verlobung ist immer gut. Der Krieg ist verloren, mein König. Wir müssen die Bedingungen des Feindes akzeptieren. Oh. Das heißt, verlieren wir da was oder kriegen wir in allen Sachen was? Ich glaube, wir verlieren, wenn wir Nein sagen, ne? Ich mach mal ja. Ah, verdammt. Die Baronin des Ostens greifen an. Wir können nur siegen, wenn wir Soldaten verpflichten. Ja, Gott, jetzt. Oh Gott, ich glaube, ich habe Unsinn gemacht. Ein Erdbeben hat große Teile der Hauptstadt zerstört. Die Stadtwache erwartet eure Befehle. Rettet die Opfer, verhindert Plünderung. Die Stadtwache erwartet, rettet die Opfer. Verhindert, ach komm. Oh, wir haben kaum noch Geld. Euer Land ist abgewirtschaftet, Majestät. Alles gehört den Kaufleuten und Adligen. Was? Erzbischof von Rando und was? Was oder was? Oh, 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 die neuen Oligarchen zwingen euch ins Exil. Verdammt. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft, ne? Okay, das war, glaube ich, die erste Runde. Geralt der Junge. Der König ist tot. Geralt der Junge. Wow, lustig. So, und jetzt können wir Taten des Königs... König? Memento Mori. Ah, okay. 18 Jahre von... Ach, das ist die Jahreszahl. 603 bis 621. Ja, cool. Komm, wir machen gleich mal noch eine Runde. Jetzt weiß ich ungefähr, wie wo. Ungefähr auch vielleicht nicht. Ich weiß immer noch nicht so recht wegen dem Punkt nach oben, aber ich krieg das schon hin. Balduin, zweiter König. Gewinnt ein Duell, rekrutiert den Doktor, begegnet dem Teufel. Ach, das sind Sachen, die wir schaffen müssen. Okay. Na los. Seid ihr der junge König? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Haha, war nur ein Scherz. Ich weiß, das haben wir schon durch. Das ist unser Fluch, versteht ihr? Ich bin nicht sicher. Wir werden uns an jeden einzelnen König dieser Dynastie erinnern. Jeder Kompromiss, jeden Tod. Was? Jeden Kompromiss, jeden Tod. Auf ewig. Aber... Wie? Ach so, das wird alles mit reingezogen. Das ist ja lustig. Wie? Es heißt, nur der Teufel werde uns die verfluchten Könige vergessen lassen. Aber existiert er überhaupt? Nein, tut er nicht. Ja, das tut er. Komm, wir machen mal ja, das tut er. Ein interessanter Gedanke. Vielleicht werden wir ihn irgendwann finden. Ja, nein, ja. Der Geist schippt langsam davon und wir müssen anfangen zu regieren. Braucht ihr ein Darlehen, Majestät? 2000 Goldstücke zu 5%? Nein. Ich möchte eine Messe zum Andenken an euren Vater lesen. Ach, das ist jetzt unser Vater. Ist Geralt unser Vater? Ja. Ach so, das kostet Geld. Eine Explosion in der Mine hat mindestens 100 Leute getötet. Sollen wir weitergraben? Ja, ich würde manchmal gern wissen... Also, es heißt ja, dass das Effekt hat auf die Sachen oben, aber welchen Effekt, ne? Komm, wir machen mal ja. Vielleicht finden sie Sachen, die wir irgendwie zu Geld machen können. Keine Ahnung. Ah, seht ihr. In einem anliegenden Dorf lehrt man die Kinder, Männer des Königs anzuspucken. Oh. Statuieren wir ein Exempel? Ja? Nein. Ja? Komm, wir machen mal nein. Sind doch Kinder, Mensch.
Majestät, ein Doktor hat das Leben eines Neffen gerettet. Fast wie durch Zauberei. Er ist jetzt hier. Ich bin beschäftigt. Lass ihn herein. Komm, wir lassen ihn herein, natürlich. Oh, achso. Ah ja, war sogar eine Aufgabe. Was? Neue Karten? Was? Karten zu haben? Oh Gott, Balduin der Weise. Ich bin Dr. Alchemist, Giftmischer. Ich kann für das Leben, ja, was? Leben Sorge tragen. Oder auch für den Tod. Schön, dass ihr hier seid. Konzentriert euch aufs Leben. Meister Ferrarius, naja, hat einen tollen Namen. Wir sind erstmal höflich. Schön, dass ihr hier seid. Flüstert. Eine junge Frau behauptet, ihr Sohn sei von euch. Achso, von euch. Sollen wir das Problem beseitigen? Nein, schon okay. Obwohl, das kostet Geld, ne? Ah, verdammt. Der Vater habt ein Erben. Achso. Schnell wird klar, dass der Sohn euch erhalten bleiben wird. Das ist nett, das ist schön. Sohn zu haben ist immer toll. Ich hab's nicht so mit dem Geld, ne? Das ist irgendwie nicht so meine Stärke hier. Heute ist euer 20. Geburtstag, Majestät. Wir sollten feiern. Oh, das geht ins Geld. Nee, wir feiern nicht. Madame Grey, nein. Majestät, euer Sohn ist ein vielversprechender junger Prinz. Schickt ihn herein. Prinz Alemar, ich bin sehr stolz auf meinen Jungen. Oh Gott. Wer hat denn den Namen gegeben? Ich bin der nächste König. Ich werde alle Ungläubigen töten. Nicht so voreilig. Mensch, na, der ist aber eifrig. Das Königreich im Süden behauptet, ihr wärt mit ihr auch schon wieder. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Was ist denn, warte mal, das Königreich im Süden behauptet, ihr wärt mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Ja? Nein. Einfach mal nein. Okay, die Händler möchten eine neue Gilde gründen und entsenden ihren Vertreter an den Hof. Ja, klar. Let's go. Oh, unser Glaube ist irgendwie... Ich würde mich gerne mit einigen meiner Wissenschaftskollegen aus dem Messen in eurer Burg treffen. Nein? Ja? Oh. Wir sollten das Königreich im Süden angreifen. Das wird mit jedem Tag stärker. Ja? Nein. Ja? Nein. Komm, ja. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Klar, warum nicht? Los, let's go. Schon die dritte Frau, die wir haben. Ist das gut? Ja! Majestät, oh, das sieht fast aus wie Rittersporn. Majestät, ich bin Meister Farrington, Leiter der Händlergilde. Bitte nehmt ein Zeichen meiner Dankbarkeit an. Klar. Oh, Geld. Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Geht bestimmt ins Geld, aber ja, bitte. Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Ware kopieren. Nein, heißt... Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Ware kopieren. Ja, dann kriegen wir Geld dafür? Ach, verdammt. Die Nonnen eines Klosters haben begonnen, wie Katzen zu miauen. Das breitet sich ins Dorf aus. General! Was geht mich das an? Ich mach mal General, weil ich das sehr lustig finde. Ich schickte das her, um die Nonnen mit am Iauen zu hindern. Die Kirche ist beschämt. Doch sie billigt euer Vorgehen. Naja, Mensch, also miauende Nonnen sind jetzt ja auch nicht... Der Turm der Basilika verfällt. Wir brauchen eure Hilfe. Ach Gott, das geht ins Geld. Komm. Majestät, möchtet ihr von meinen Kuchen probieren? Der Kuchen ist eine Lüge. Majestät, möchtet ihr von meinem Kuchen probieren? Was? Dafür ist es zu heiß? Euer Diener? Was? Was sind das für Antworten? Dafür ist es zu heiß? Was? Euer Diener. Oh. Aha, der Kuchen ist sehr lecker. Das freut mich sehr. Der Tropfenfluss überflutet große Teile des Landes. Wir brauchen Hilfe von der Kirche und der Armee. Ja? Oh, das geht ins Geld, ne? Puck. Ich glaube, Puck.
wir können uns... Wir, tut mir leid, Puck, aber... Okay, der Alte. Okay, der Doktor betreibt gottlose Experimente in einem verborgenen Raum. Der Doktor. Ja, man hätte sich auch denken können. Ja, das muss enden. Ich weiß darüber Bescheid. Ja. Ja. Ich weiß darüber Bescheid. Ja. An diesem Rahmen gibt es nichts auszusetzen. Irgendwo muss ich meine Experimente ja durchführen. Seid wenigstens diskret. Oder? Los damit! Ach komm, wie lange? Ich weiß nicht. Seid wenigstens diskret. In der Hauptstadt gab es eine Explosion. Wir wissen nicht, was los ist. Sollen wir die Stadttore schließen? Nein. Kostet das Geld? Es kostet Geld. Oh, oh! Zu viel Zucker, Majestät! Das bringt euch noch um! Ja! Aber es ist ein süßer Tod. Ja. Nee, Zucker ist nicht gut, mein Lieber. Wir könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen. Oh, Zombies. Und das greift rasch um sich. General! Werwölfe? Werwölfe? Ich wusste, dass da passiert. Werwölfe? Nein, ich glaube nicht. Bezeichnet es lieber als schlimmer, nee, schlimm Mangel an körperlicher Bewegung. Nun, ich... Nun. Die Leute haben Angst und machen jetzt euch für die Anschläge verantwortlich, natürlich. Sie wollen euren Kopf. Bewahren wir Ruhe, ruft die Armee. Bewahren wir Ruhe oder ruft die Armee? Bewahren wir Ruhe? Was passiert denn da? Die Menge hörte kaum zu und formiert sich vor der Burg. Ja, das ist natürlich auch nicht so gut. Ich glaube, wir sind jetzt tot. Auf den Straßen herrscht Anarchie, Majestät. Ah. Aufständische dringen in die Burg vor. Was? Was? Ah, immer die gewalttätigere Menge steckt eure Gemächer an Brand. Ihr sterbt beim Sprung aus dem Fenster. Schade aber auch. Aber hey, wir haben schon ein bisschen weiter geschafft. Es ist sehr amüsant, muss ich sagen. Es macht Spaß. Ach, Bestenliste. 26 Jahre. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ich sehe schon, man kann das immer weiterführen. Das ist sehr, sehr schnuffig, muss ich sagen. Wollen wir noch eine Runde? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, zwei Runden reichen erstmal um. Ich wollte ja nur mal kurz mit euch ein wenig hier am ersten Advent ein wenig ein kleines Spiel spielen. Und dachte mir... Ach komm, eine Runde möchte ich noch. Ich möchte noch eine Runde. Komm, eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Komm, mal gucken, wer wir als nächstes sind. Ademar, dritter König. Begegnet der Hexe. Okay, wir können immer Aufgaben erfüllen. Der König des Südens bietet euch 40 Bücher an. Wir sollten eine Bibliothek aufbauen. Ja, na klar, gerne. Gar kein Problem. Die Minen sind voller Gold, Majestät. Wir sind reich, oder? Ich bin reich. Nein, wir sind reich, natürlich. Unsere schöne Hauptstadt riecht das halbe Jahr über nach Unrat. Bauen wir eine Kanalisation? Na klar. Okay, mein König, offenbar ist die Hygiene eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld aufwenden. Mach mal nein, dann können wir... Weil wir haben gerade schon wieder zu viel Population, habe ich das Gefühl. Wir brauchen eine bessere Verteidigung. Die Barbaren der östlichen Baronien stehen an der Grenze des Reiches. Wir brauchen eine bessere Verteidigung. Ja? Die Baronien des Ostens formieren sich unter dem Banner eines schrecklichen Kriegsherrn, entsendet die Armee. Nein? Ja? Wir Nein machen, haben wir ein bisschen weniger Bevölkerung wieder, ne? Ich mach mal Nein. Ha? Verhängt eine Ausgangssperre auf den Straßen der Hauptstadt, ist es nachts nicht sicher. Ja, machen wir? Oh, oh, wir haben kein Geld mehr, das ging schnell. Der Osten und der Süden verabreden einen Angriff auf das Königreich. Sollten wir den Westen um Hilfe bitten? Ja, bitte. Oh, oh, nein, wir haben kein Geld mehr. Euer Land ist... Nein! Nein! Das war viel zu schnell. Mann! Euer Land ist abgewirtschaftet, Majestät. Alles gehört den Kaufleuten und Adligen. Ademar hatte die längste Regierungszeit. Die ist schade. Oh Gott, ich hab... Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Das tut mir ein bisschen leid. Oh je, Mine, ich habe wirklich gerade gar nicht drauf geachtet. Ich habe gerade mehr auf den... Tja, Ademar. Ademar war jetzt...
Ach, guck mal, hier kann man sich sogar noch... Ach, das kann man alles freischalten. Das ist ja höchst interessant. Ja, wie cool. Porträt, Memento Mori. Taten des Königs. Aha, okay. Bestenliste. 72 entdeckte Karten. Das sind bestimmt halt, ne, die Karten, die man hin und her wechseln kann. Ja, sehr cool. Ich finde, das ist ein sehr, sehr süßes kleines Spiel. Ich glaube, das gibt es sogar fürs Handy. Ich glaube, ich habe das sogar zuerst auf dem Handy gesehen, aber da ich keine Spiele auf dem Handy spiele, fand ich das sehr lustig, dass man das dann halt auch für den PC rausgebracht hat. Ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß mit mir hier am ersten Advent. Ich schaue mal, was dann die nächsten Adventstage kommt. Das wird nicht immer ein Spiel sein, das kann auch was ganz anderes sein. Eine Idee habe ich da schon und das ist kein Spiel. Und vielleicht schaffen wir es auch. Ich möchte da nichts versprechen, dann wieder halt zu dritt euch dann frohe Weihnachten zu wünschen im vierten Advent. Mal schauen, vielleicht funktioniert das irgendwie. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir ein wenig Karten gespielt haben. Und vielleicht wird das ja eine kleine Tradition, jedes Jahr Karten zu spielen oder ein Kartenspiel zu spielen. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderbaren ersten Advent. Holt euch einen Kaffee, Tee, heißen Kakao, Glühwein, was auch immer ihr gerade da habt. Esst fleißig Kekse bitte. Nehmt 10 Kilo zu dabei. Nein. Ach ja, Mann. Ach, Weihnachten, oje Mini. Und habt eine wunderbare Vorweihnachtszeit und seid vorsichtig auf den Straßen, wenn Schnee liegen sollte oder es glätte ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.